Ja, ausgeglichen, aber der hat keine Ausdauer. Weil es halt ein Lappen ist. Na, den hauen wir weg. Easy. Oh, der hat jetzt aber schnell Ausdauer regeneriert. Und damit wieder ein recht herzliches Willkommen hier zurück zu Punch Club 2. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das freut mich sehr. Wir sind wieder am Start. Ich weiß gar nicht, wo wir stehen geblieben sind. Deswegen schauen wir kurz, verschauen wir uns mal einen Überblick. Also wir sind im Prinzip voll. Wir haben 7.45 Uhr, das heißt, wir können eigentlich direkt nicht auf dem Schrottplatz arbeiten gehen. Wir könnten aber ins Fitnessstudio, weil unser nächster Kampf ist erst in 2 Tagen. Und ein bisschen trainieren, denn unser Energiemanagement ist grottig vom Herrn. Gut. Warte. Wir haben genug Kohle auf der Kante. Dann hauen wir heute eine richtige Trainingssession rein. Wir machen den Neuropass an. Und dann hauen wir heute richtig rein hier. So. Volle Stärke konzentrieren. Das ist schon mal gut. So, dann können wir das direkt nochmal machen. Oh, Alter, was es runterzieht. Ist ja krass. Können wir noch eins? Wir können noch eins. Dann müssten wir sogar Geld gespart haben. Okay. Alles klar, cool. Haben wir heute uns ordentlich ausgepowert. Jetzt können wir natürlich nicht mehr arbeiten gehen, weil wir Hunger haben. Ich weiß nicht. Das ist Energie. Genau. Okay, dann gehen wir nochmal schnell nach Hause. Und dann was und dann gehen wir nochmal arbeiten. Bonbons haben wir noch 11. Das ist gut. Energie geht noch. Ab zum Schrottplatz. Und arbeiten. Der Arbeit beginnen. So, und dann müssen wir uns jetzt langsam echt mal einen Plan machen, wie wir diese Kämpfe bestreiten können. Ich habe jetzt schon überlegt, vielleicht einfach gar keinen Skill von dem Bären zu nehmen, sondern einfach mal die, also von dem Stärkebaum, sondern einfach mal die normale Schule mal zu versuchen. Vielleicht packen wir das. So, in 13 Stunden 50 Minuten ist unser nächster Kampf. Bedeutet, wir gehen nach Hause. Essen was. Schlafen uns aus und gehen kämpfen. So. Schlafen. Gut, brauchen wir auf jeden Fall wieder. Jetzt erstmal ausschlafen. Und dann gucken wir mal, ob die normale Schule was beim Kampf bringt. Weil sonst weiß ich hier langsam echt nicht mehr weiter. Und wir müssen unbedingt einkaufen gehen. So. Kampf. Gegen. Nochmal gegen Hui. Hui. Ja, was soll's. Wir müssen einfach. Ja, ja, bla bla. Das hast du uns schon zigtausend Mal erzählt. So. Wir gehen. Einfache Schule. Ah, nee. Macht keinen Sinn, oder? Hier haben wir voll weh. Nee. Das macht, glaube ich, keinen Sinn. Wie sieht's hier aus? Auch nicht geiler. Okay, pass auf. Täuschungsangriff. Verringert die Chance, dass dein Gegner ausweicht. Blocken verringert den eingängigen Schaden erheblich, wenn der Block erfolgreich ist. Kostet Energie 2 plus 40% unserer Stärke. Den werde ich rausnehmen. Damit wir hier keine Energie verbrauchen. Dann haue ich hier. Alter, was die schon mittlerweile kosten, ne? Wir machen nur den hier. Und dann drückt die Daumen. Ey, bitte. Bitte, bitte, bitte. Kann aber nicht angehen. Gucken, was unsere Ausdauerregeneration jetzt sagt. Auf jeden Fall blocken wir jetzt nicht mehr.
Aber wir haben ja eigentlich genug live. Ausdauer sieht aber gut aus. Dann können wir hier noch einen zweiten Schlag mit reinnehmen. Da können wir, glaube ich, sogar noch einen dritten Schlag mit reinnehmen. Okay, wir müssen einmal Blocken mit reinnehmen. Ja, war gut. Ey, das können wir diesmal schaffen, oder? Das sieht gut aus. Wir haben noch genug Ausdauer. Dann nehme ich jetzt nochmal Blocken rein, damit wir noch weniger Schaden kriegen. Und dann sollten wir es eigentlich haben, oder? Gut, einmal Blocken wieder raus. Komm, hauen weg. Geil. Geil, geil, geil. Na, endlich. Wir haben ihn zu Boden gestreckt. Du hast den Kerl ein paar Manieren beigebracht. Geil. Warte mal. Ich kenne diesen Schlag. Ich habe ihn schon einmal erlebt. Als mich ein Typ vor 20 Jahren in Apus Laden grün und blau geschlagen hat. Du bist nicht nur irgendein Trottel. Du bist... die dunkle Faust. Ich bin wer? Aber wie ist das überhaupt möglich? Vom Tellerwäscher zum Reichen. Warte mal. Glückwunsch, es war allerhöchste Zeit, dass ihm jemand eine Lektion erteilt. Silver, ich muss mit ihm reden. Keine Sorge, der kommt schon wieder. Typen wie er bleiben nie lange weg. Geil, wir haben es geschafft. Richtig gut. Das war vollkommen die richtige Strategie. Und wir haben jetzt auch jede Menge Gutmenschpunkte, glaube ich. Gucken wir uns gleich an. Genau, das haben wir. Nudeln müssten wir noch machen. Schlagbette. Ja. Moral auf dem Schrottplatz, okay. Dann können wir vielleicht den in der Kanalisation auch nochmal versuchen. So, wir haben jetzt 238 Punkte. Damit nehmen wir den Pfad des faulen Bären. Trifft selten, aber hart. Nutze keine Verteidigung, sondern greife nur an. Lass den Gegner deine Stärke fürchten. One Punch Man incoming. Alles klar, durchbrechen. Lass deine Deckung fallen und bedränge den Gegner. Erhöht den erlittenen Schaden geringfügig. Der Gegner verliert die Initiative. Geil. Achso, das wäre jetzt hier, ne? Brauchen wir 14 Stärke für. Haben wir, aber wir haben keine Gutmenschpunkte mehr. Okay. Gerade. Okay, hier haben wir jetzt. Alter, was hier alles noch kommt. Alter. Alter. Was geht denn ab? Okay, das müssen wir uns dann bei Gelegenheit angucken, wenn wir irgendwie in die Richtung kommen. Gerade ein universeller Angriff, ideal um die gegnerische Verteidigung abzulenken. Ist aber auch wieder so ein Tonus-Ding. Wenn du keine Zeit zum Herumlabern hast, gibt es einen einfachen Ausweg. Ziel auf die Knie. Was? Kniezerstörer. Aua, 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 ha. Blinder Fleck. Angriffsmodifikator verringert die Chance des Gegners auf einen erfolgreichen Block um 10%. Das ist schon mal nice. Fliegenfänger, Kampfstil, der sich darauf konzentriert, Ausweichmanöver zu kontern und den Gegnern in die Seile zu drängen. Okay, das haben wir ja schon mal gesehen, dass das hier immer rübergeht in die Richtung Seile. Fleischflummi. Ein Gegner mit seinem eigenen Schwung zu treffen klingt nach einer guten Idee. Reflektiere 20% des erlittenen Schadens auf den Gegner. Erhöht den erlittenen Schaden um 20%. Okay. Zertrümmerer. Dieser Kampfstil ist ideal für lange Kämpfe gegen einen guten, gut verteidigten Gegner. Oder auch gut verteidigenden Gegner. Okay, dann müssen wir mal gucken, auf welche Richtung ich da gehen soll. Ich würde auch gerne mal noch reinschreiben, in welche Richtung wir hier gehen.
Also quasi Fliegenfänger, Fleischflummi oder Zertrümmerer. Ich möchte ja so in Richtung One-Punch-Man gehen, also wirklich einmal punchen, dass der Typ dann liegt. Wird nicht hinhauen, wird wahrscheinlich nicht möglich sein, aber so in die Richtung. Das soll er den wirklich mit zwei, drei Schlägen komplett aus dem Leben prügeln. Gut. Das ist aber schon mal ein großer Erfolg in diesem Part. Freut mich richtig, dass wir das endlich gepackt haben. So, dann müssen wir uns um den Rest kümmern. Wir müssen auf jeden Fall einkaufen gehen. Wir haben auch noch gut da was. Ne? Hier. Wertetechnisch. Wir müssen auf jeden Fall einkaufen. Denn unser Kühlschrank ist leer. So, gesamtes Money wieder ausgegeben. Dann können wir vielleicht noch mal... Schrottplatz bringt uns noch nichts. Wir könnten kurz einmal nach Hause gehen. Uns ausschlafen und dann direkt noch mal in die Kanalisation. Obwohl wir nicht full life sind. Wollen wir es riskieren? Ich glaube, das ist keine schlechte Idee, oder? Haben wir irgendwas, was uns bei Abus laden vielleicht? Was uns in Leben bringt? Vielleicht irgendein Snack oder sowas? Ein Life. Ja, ein Life, wow. Ja, ich nehm's mal mit. So. Und dann gehen wir in die Kanalisation. Obwohl wir eigentlich arbeiten müssten erstmal. Egal. So. Ab dahin. Und dann versuchen wir den Typen auch noch wegzukriegen, weil dann können wir nämlich die nächste Beförderung holen. Und zwar auf dem Schrottplatz, was uns richtig weit voranbringen würde. Halt, wer geht? Ah, du bist das wieder. Willst du noch einmal prügeln? Ja, aber diesmal bin ich besser aufgestellt, mein Freund. Wesentlich besser. Wir bleiben so, wie wir jetzt gerade sind. Ja, Kampf. Okay, mal gucken, wie viel wir einstecken. Ja, der haut halt oft zu, ne? Ja, hier müssen wir, glaube ich, Damage Reduction betreiben. Das heißt, wir werden hier auf jeden Fall noch einmal Blocken reinnehmen und hier machen wir das mal weg. Dann machen wir vielleicht noch mal Blocken dazu. Und nicht ganz so viel Schaden einstecken. Er haut trotzdem hart rein. Okay, ja, den werden wir nicht kriegen. Der ist zu krass. Der ist einfach zu krass. Ausdauer sieht nicht mehr ganz so gut aus. Ja, der prügelt uns weg, aber wir haben ihn gleich auf dem Boden. Oh, jetzt haut er mal... Oh, haut er mal bitte zu. Es gibt nur 5 Runden hier auch. Ja, der haut uns weg. Schade. Okay, da müssen wir noch ein bisschen stärker werden. Aber es geht schon mal in eine gute Richtung. Wir haben da schon mal auf jeden Fall ein bisschen Fortschritt gemacht. Mindestens erfahrungstechnisch. So, dann können wir gleich noch mal ein bisschen arbeiten. Anmeldung jetzt verfügbar, ja, auf jeden Fall. In 3 Tagen. Mit der Arbeit beginnen. Ja. Das, wie gesagt, war sehr erfolgreich schon mal. Das freut mich. So, wir haben ein bisschen Geld verdient. Dann gehen wir einmal... Abus laden würde uns jetzt gerade nichts bringen. Wir können aber mal... Bonbons kaufen. Machen wir 20 Bonbons. Das ist schon mal gut. Gehen wir einmal zu Henry. Gucken wir uns nochmal ein Filmchen an für 1,5 Stunden. Welchen gucken wir heute? Film ansehen. Die Rache des Gewichthebers. Revenge. Genau, so rum. Weißt du was? Warum eigentlich nicht? Sehr schön. Ein paar passt voll. Das ist ein verdammter Klassiker, Mann. Ja, sehe ich genauso. Auch wenn ich ihn nicht gesehen habe.
So, dann nach Hause. Bevor wir uns aber schlafen legen, werden wir noch mal kurz ein kleines bisschen trainieren. Das hätten wir vielleicht auch im Fitnessstudio machen sollen. Naja. Jetzt ist es zu spät. Und dann nehmen wir hier ein bisschen. Dann müssen wir nämlich noch schlafen, damit wir gleich wieder arbeiten gehen können. Und was essen müssen wir auch noch. Reicht. Kommt das hin zeitlich? Ich glaube schon, oder? So, zweimal essen. Auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen hart übertrieben war. Dann gehen wir arbeiten. Das müssen wir jetzt eine ganze Weile so durchziehen. Was hat denn eigentlich unser nächster Gegner? Müssen wir uns gleich mal angucken. Vielleicht lohnt es dann sogar noch einmal, diesen Hack für die Gutmenschpunkte zu kaufen. Dass wir ein bisschen mehr kriegen. Was hat denn unser Gegner hier? Skinny Jenkins. Skinny Jenkins, ach du Scheiße. VR-Kämpfer. Ach, das ist der Dicke im Fitnessstudio. Okay. 100, 100, 1, 1, 1. Was? Dieser Schlag dient mehr dazu, den Gegner zu erschöpfen, als ihm wirklich Schaden zuzufügen. Den kann ich ja gar nicht einschätzen, weil der einfach 1, 1, 1 hat. Der hat das alles nur virtuell gelernt. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, den kann ich überhaupt nicht einschätzen. Okay, krass. Gut, Abos laden. Kühlschrank vollkaufen. Das können wir auch im Kühlschrank verstauen. Kommt für schlechte Zeiten. So. Fitnessstudio. Ja, müssten wir eigentlich nochmal, damit wir ein bisschen live dazu kriegen. Mindestens ein kleines bisschen, können wir vielleicht auch gleich nochmal trainieren. Hol den mal ein bisschen live. Hier ist er, da ist er, da ist er. Skinny Jenkins. Und so skinny ist der gar nicht. Okay, reicht. Dann machen wir nochmal ein Training. Kriegen wir das Große hin, wir kriegen das Große hin. Sehr schön. Und dann nach Hause schlafen und auf den Kampf vorbereiten. So, wir müssen erstmal was essen. Das bringt uns 3 Herzen, das nehmen wir mit. Dann schlafen wir. Und dann müssen wir jetzt eigentlich schon wieder arbeiten gehen, wa? Können wir uns mal so ein Schleimding hier nochmal reindrücken? Ach komm, wir nehmen das große Ding. So, dann gehen wir nochmal arbeiten. Und dann sind wir fast komplett gewappnet für den Kampf. Dann bin ich ja mal gespannt, wie der sich schlägt gegen uns. Vielleicht kriegen wir jetzt hier auch den 17. Punkt. Ah, jetzt habe ich den Hack vergessen, ne? Mist. Naja, egal, ist nicht so schlimm. Ist vielleicht auch gar nicht mal so schlecht, weil wer weiß, wie der uns gleich aus dem Leben prügelt, wenn er auch Mola das nur virtuell gelernt hat. So, Kampf ist verfügbar. Wir gehen aber erstmal wieder zu Abus Laden. Kaufen unseren Kühlschrank wieder voll. So. Dann nach Hause schlafen, unbedingt, weil wir brauchen volle Energie. Und dann kämpfen wir. Das war sogar schon wahrscheinlich Full Life, ne? Ja, das dürfte Full Life werden. Alleine schon durchs Essen dann. Nice. Okay. Maximal. Und dann essen wir uns einmal satt. Ja, fast okay. Und dann kämpfen wir. Gegen Skinny Jenkins. So, jetzt bin ich aber gespannt. So, wir machen das weg und hauen hier alles raus, was wir haben. So. Wenn ich den wegnehme, dann den auch mal. Okay, wir müssen auf jeden Fall 3 drin haben. Das ist wahrscheinlich nicht verkehrt. Dann haut das hin. Okay. Schauen wir mal, wie wir uns gegen den schlagen.
Ja, ausgeglichen, aber er hat keine Ausdauer. Weil es halt ein Lappen ist. Ja, den hauen wir weg. Easy. Oh, der hat jetzt aber schnell Ausdauer regeneriert. Ja, wir müssen Blocken wirklich weglassen, damit wir halt zwar Schläge einstecken, aber das können wir ja, weil wir viel Life haben. Aber dann verbrauchen wir dadurch alleine schon keine Ausdauer mehr. Das ist, glaube ich, der Weg zum Ziel hier. Und tschüss, Skinny Jenkins. Lappen. Ah. Sehr schön. Ich hatte meine Zweifel, aber du bist es wirklich. Hä? Mein Name ist Casey. Ah, Junge. Und ich kannte deinen Vater. Die ganzen alten, bekannten Namen. Ziel erfüllt. Casey kannte meinen Vater. Wie war er so? Er war ein Kämpfer. Der... Ja, der Größte, den es je gab. Kann mir denn niemand etwas anderes über ihn erzählen? Ich glaube, da gibt es jemanden, ja. Aber das können wir hier nicht besprechen. Triff mich beim Mix House. Triff Casey beim Mix House und komm allein. Mick war damals... Hallo Junge, hier ist der Wachtmeister von der Polizei. Tut mir leid, ich fahre gerade durch einen Tunnel. Krrr. Junge, ich kann sehen, wie du das mit deinem Mund machst. ich gehe gerade auf die Toilette. Kann das warten? Es ist also ein Tunnel mit einer Toilette? Also, genau. Das ist super praktisch während des Berufsverkehrs. Oh Mann. Junge, hast du etwa was Illegales vor? Nein, Sir. Und ich verspreche, ich werde abziehen. Also jetzt hast du es irgendwie unangenehm gemacht. Ich rufe wegen der beeindruckenden Fortschritte an, die du in der Liga gemacht hast. Oh, danke. Ich bin zuversichtlich, dass du deine GPP-Punktestand schon bald erhöhen wirst. Aber ein Polizist zu sein bedeutet mehr als das. Wie gut kennst du dich mit dem Gesetz aus? Also du weißt ja, was man sagt. Mamas Wort ist das Gesetz. Wer sagt das? Meine Mutter natürlich. Das ist niedlich oder gruselig. Ich kann mich nicht entscheiden. Weißt du was? Lass uns dein juristisches Wissen überprüfen, nur um sicher zu gehen. Klar doch, lass uns das tun. Ich fürchte, da gibt es nicht viel zu prüfen, Sir. Ohne die Gesetze zu kennen, kannst du kein Polizist werden. Wenn du also das Abzeichen tragen willst, komm zur Polizeiwache und sei bereit zu lernen. Die Polizei braucht Rekruten wie dich, aber du musst dich auch anstrengen, okay? Also gut. Da siehst du. Alles ganz legal. Kleiner, ich frage gar nicht erst. Frage den Wachtmeister über die... Was? Ausbildung. Bla, ja, okay. Gut, das müssen wir ja sowieso nur machen. Das ist ja unser großes Hauptziel. Wie sieht es jetzt aus mit den Gutmenschpunkten? Wir haben 257. Sehr schön. Wie gesagt, ich werde jetzt hier noch keinen Punkt investieren. Der Part ist auch eigentlich schon zu Ende. Könnt ihr gerne mal reinschreiben. Ich weiß bloß nicht, ob ich hundertprozentig darauf reagieren kann dann. Wir können natürlich auch einmal den anderen hier noch holen. Durchbrechen. Lasse Deckung fallen. Ich glaube, das ist nicht schlecht, oder? Den nehmen wir noch mit rein. So. Und dann beim nächsten hoffe ich, dass wir dann hier irgendwie mal in die Richtung gehen können. Gut. Haben wir das. Sind wir gut vorangekommen. Da ist Mix altes Haus. Quasi der Mentor von unserem Vater. Ja. Und dann sind wir hier am Ende. Dann würde ich ganz einfach wieder an dieser Stelle behaupten. Recht herzlichsten Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderhübschen Tag. Und wenn ihr dann wollt, sehen wir uns im nächsten Part von Punch Club 2. Oder einem anderen Video wieder. Vielen Dank. Haut rein.